zu tief sind die Menschen dieser Gegend mit der Natur verbunden. Es ist der Glaube an Licht und Dunkel, an Tag und Nacht. Diese zwei Symbole werden verkörpert durch das Gute und das Böse, durch das Schöne und das Hässliche. Der Kampf der Natur zwischen diesen Gewalten spielt sich alljährlich zur Zeit der Wintersonnenwende ab. Die Rauhnächte spielen im Glauben eine große Rolle. Es ist die düsterste Zeit des Jahres, es sind die längsten Nächte, zugleich aber auch die heiligste Zeit, in welcher sich der Kampf zwischen Tag und Nacht abspielt. Besonders in den Rauhnächten befürchteten die Menschen, Dämonen schutzlos ausgeliefert zu sein. Der berühmte Kirchenlehrer Aurelius Augustinus, er lebte von 354 bis 430 nach Christus, schreibt, ich zitiere: Sie betrieben auch an diesen Tagen viele wunderliche Vermummung. Etliche steckten sich in Tierfelle, etliche setzten sich Tierhäupter auf, damit war gezeigt, dass nicht nur ihr Kleid, sondern auch ihr Sinn tierisch sei. Andere zogen Weiberkleider an und schämten sich nicht, ihre ritterlichen Arme in weiches Frauengewand zu hüllen. Augustinus spricht weiter: Wer von der Heidensitte noch etwas möchte behalten, den mag man nicht Christ nennen. Drum, Brüder, sei es nicht genug, dass ihr euch vor diesem Treiben hütet, sondern tilgt es aus, wo immer ihr könnt. Machen, da ist er eher schwer, gell? Die Zeit schlagen dich an, ha? Ja! Ha? Alles verlieren! Ach so? Alles verlieren! Wieso? Zu dir! Alles verlieren! Ja!
und Straßen sind verlassen. Schiller leuchtet jedes Haus. Singen gehen wir durch die Gassen, alle sind zufrieden aus. Alle sind versammelt heute, Mutter, Vater und das Kind. Sehe sehr wohl nur brave Leute, die zum Tisch gekommen sind. Denn der Herr hat mich gerufen, um zu machen meine Pflicht. So zu Hause euch besuchen und zu hören ein Gedicht. So, wie schaut's aus mit den Newcomers da unten vor Babuk, wo sie jetzt da sitzen und sie über David abgesandt? Urlaub! Wie ist da Babuk und so weiter und so fort. Wie schaut's aus? Da werden wir wohl nicht gerade was sagen können, oder? Außer über Snowboarden und die... Alle da kommt. Ja, nehmen wir alle. Ja, nehmen wir alles. Ja, ich nehme ja schon alles nicht mehr, also. Alles, was ich vom Internet gelernt habe, nehme ich nicht. Auf geht's! Und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend. Kommen wir zuerst mit dem Haus her noch. Das jetzt so der Brauch ist, den Zivilbacher. Nein. Weil ich außen her. Sehr gut. Danke. Wie es so der Brauch ist, gibt's nur Sackerl. Rein zufällig. War witzig, oder? Nein. Dann muss ich vorher jetzt gar nichts mehr tun, von hier zu Teufel an. Schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wünsche im Haus zu Übrigen, was da. Dazu den Thank you.